Nächster Redner ist der Kollege Raju Sharma für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Ihrem Antrag fordert die Regierungskoalition, Religionsfreiheit weltweit zu schützen. Wir als Linke können das nur unterstützen. Denn natürlich schätzen und achten wir die Freiheit jedes Menschen, seinen Glauben frei von Unterdrückung und Verfolgung zu leben. Genauso, wie wir die Freiheit grundsätzlich achten. Denn tatsächlich ist Die Linke die Partei der Freiheit. Das mag einige überraschen. Das mag einige von Ihnen überraschen, weil wir die Rechtsnachfolgerin der SED sind. Hören Sie ruhig zu. Das mag einige von Ihnen überraschen, weil wir die Rechtsnachfolgerin der SED sind, die bekanntermaßen die Freiheit nicht geschätzt und geachtet hat, anders als wir Linke heute. Wir stehen zu dieser Vergangenheit, wir stellen uns ihr und wir haben aus ihr gelernt. Und heute ist Die Linke. Und heute ist Die Linke diejenigen aller demokratischen Parteien, die im innerparteilichen Diskurs die Meinungsvielfalt nicht nur toleriert, sondern als Reichtum begreift und deshalb unterstützt und fördert. Warten Sie es ab, Herr Kauder. Warten Sie es ab. Auch in unserer Programmdebatte wird der Begriff einen wichtigen Platz einnehmen. Denn anders als die FDP haben wir die Freiheit nicht als Statue, sondern als Statut. Auch das hat nämlich Tradition in der Linken. Freiheit und Gleichheit begreifen wir nicht als Gegensatz, sondern als sich ergänzende und bedingende Elemente der Demokratie, ohne dass eines von beiden größer geschrieben würde. Und deshalb nimmt es auch nicht Wunder, dass das bekannteste Zitat zur Freiheit von einer Sozialistin stammt. Und das gilt ganz besonders für den Bereich, der den Menschen tief berührt und sein Selbstverständnis betrifft. Ganz klar. Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersgläubigen. Deshalb verurteilen wir es natürlich, wenn in vielen Ländern dieser Welt Religionsfreiheit noch keine Selbstverständlichkeit ist. Wie zum Beispiel in Tibet, was im Antrag von CDU und FDP leider gar nicht erwähnt wird. Völlig zu Recht hat der Dalai Lama den Friedensnobelpreis erhalten und in seinen Bemühungen um die Tibeter verdient er aus meiner Sicht unsere volle Unterstützung. Genauso wie alle anderen Menschen, die sich weltweit für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit stark machen und dafür eintreten, dass sich Rechtslage und Rechtspraxis in ihrem Land so entwickeln, dass das öffentliche Bekennen für die eigene Religion gewährleistet ist. Der Antrag der Regierungskoalition findet insofern ebenso grundsätzlich meine Zustimmung wie der von den Grünen. Allerdings bin ich der Meinung, dass die CDU und FDP sich um etwas mehr Ausgewogenheit hätten bemühen können. Denn Ihr Antrag konzentriert sich vorwiegend, das ist auch schon gesagt worden, auf die christlichen Minderheiten. Und was das im Antrag enthaltene Islam-Bashing noch verstärkt und die verschiedenen Religionen unnötig gegeneinander in Stellung bringt. Und zudem erweist sich die Haltung der Koalition auch nicht wirklich als konsequent. Denn wer die UN-Resolution gegen die Diffamierung von Religionen sicher richtigerweise ablehnt und darin einen Beweis für die Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Islam sieht, der sollte auch einen Blick in das deutsche Strafgesetzbuch werfen. Auch das ist schon gesagt worden, zumindest in der praktischen Handhabung ist das in § 166 enthaltene Verbot einer Beschimpfung von Religionsgesellschaften nicht allzu weit von der gescholtenen Resolution entfernt. Ich meine, wir sollten alle Religionen mit demselben Respekt behandeln. Na und außerdem stünde es der Regierung auch nicht schlecht an, ein Urbi et Orbi auch für sich zu beherzigen. In Sachen Religionsfreiheit lohnt sich nämlich nicht nur der Blick in die Welt, sondern auch ins eigene Land. Eine staatliche Unterdrückung oder Verfolgung einzelner Religionsgemeinschaften ist hier zwar nicht zu beklagen, aber bedingungslose Religionsfreiheit ohne jede Einschränkung findet man bei uns auch nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man auch die konsequente Gleichbehandlung aller Glaubensgemeinschaften darunter versteht. Wenn nämlich ein Muslim zu häufig sein Gotteshaus besucht, dann kann es schon passieren, dass er als potenziell Verdächtiger in der Antiterrordatei landet. Ein eifriger Kirchgänger muss das nicht befürchten. Und wenn deutsche Behörden in die USA Fluggastdaten übermitteln, die nicht nur Angaben über die Mitgliedschaft in Gewerkschaften enthalten, sondern auch solche über Essgewohnheiten oder die Religionszugehörigkeit, dann geschieht das bekanntermaßen nicht, um den Bordservice für die Passagiere zu optimieren. Und auch in manch anderer Hinsicht findet staatliche Ungleichbehandlung statt. Noch immer werden die evangelische und katholische Kirche gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften bevorzugt.
und eine konsequente Trennung von Staat und Religion ist in Deutschland längst nicht Wirklichkeit. Ich sage nur Staatsleistungen, Kirchensteuer, Religionsunterricht. Da könnten wir von unseren Nachbarn lernen. In Frankreich ist der Laizismus als Grundsatz in der Verfassung festgeschrieben. Wir haben Gott in der Präambel des Grundgesetzes. Immerhin bekennt sich die Koalition in ihrem Antrag auch zur Freiheit der Nichtgläubigen, die anerkannt und geschützt werden soll. Es besteht also ein breiter Konsens darüber, dass die Zeit des Missionierens endgültig vorbei ist. Und wenn Menschen zum Glauben finden, dann sollten sie das in Freiheit tun, hier und im Rest der Welt. Vielen Dank. Das Wort hat